Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, wie oft habe ich das schon gesagt? Muss manchmal eben räuspern. Leute, ich habe wieder ein schickes Messer. Ist ganz in aller Munde. Ich zeig's euch mal eben. Geschmeidige 400 Euro kostet der Vogel bei Böker. Ich hol's mal eben raus. Zero Tolerance ZT06 oder 006. Ich weiß das gar nicht. Das ist selten irgendwas mit 06. Jo, ich hab's mir gegönnt. Zero Tolerance ZT006. Glaube ich doch. Ja, ja. Heißt das oder 0006? Irgendwas. Die Namen, ich merke mir das immer alle nicht so oft. Also manchmal stehe ich immer da, ich benutze das und dann irgendwann, wie heißt das überhaupt? Habt ihr das auch? Also in der Menge mit Messern, was ich hier rumhantiere, komme ich da manchmal nicht mehr hinterher. Jetzt sagt der Mensch, der macht Messer-Reviews und weiß nicht mehr, wie das heißt. Seht ihr mal, was ihr für einen Ahnungslosen hier vor euch habt. So, nun aber mal ein bisschen ernster. Also, ich habe hier das Zero Tolerance ZT06. CPM 3V scheint im Moment der heilige Gral zu sein. Was halte ich von diesem Messer? Mal abgesehen davon, dass ich dieses Messer als eins der schönsten Messer, was in letzter Zeit rausgekommen ist und auf den Markt gekommen ist, also für das Schönste halte. Schönheit allein ist aber nicht alles. Wir haben hier einen geraden Griff, ein Art Bowie-Einsatz, Bushcraft, was soll das alles sein? In einigen Foren haben sie das, oder Zero Tolerance hat das selber als Bushcraft-Messer dargestellt. Ich sehe hier kein Bushcraft-Messer drin. Schreibt mir in die Kommis, ist das ein Bushcraft-Messer? Da haben wir hier eine, irgendwas mit knapp 5 mm Klingenstärke, einen Flachschliff bis oben hin, der auch ziemlich weit runter geht, mit einer tollen Spitze, die halbwegs stabil ist. Wir haben hier einen Double Guard dran, einen geraden Griff ohne viel Schnörkel und hinten ein Schlagstück, was verschraubt ist. Ihr könnt das abschrauben, das Schlagstück abschrauben und ihr könnt sogar den Guard dann runterziehen. Ist recht passgenau gemacht, noch wackelt hier nichts und ja, ich habe damit bis jetzt einiges so normalen Kram geschnitten, aber was soll ich davon halten? Da gehen wir mal weiter drauf ein im nächsten Take. So, dann nehme ich mal wieder meinen Klöppel hier, die Macht, und nehme das Messerchen und hau da einfach mal rauf. Ich habe hier langfaserige Fichte und so die Spaltwirkung ist einfach normal gut. Ich sage immer nur, diese Batoniererei, alles mit in Maßen und vor allem mit Verstand. Wenn ich das jetzt durch irgendwelche Astknoten ballere, ich kriege dann jedes Messer kaputt. Und was sagt das über dieses Messer am Ende aus? Nichts, gar nichts. Es ist kaputt, weiß ich, es ist kaputt. Die ganzen anderen tollen Fähigkeiten, die sehe ich da ja denn nicht mehr, weil es ja kaputt ist. Und da wird im Moment, ich merke das immer mehr im Internet, dass da so viel Gewicht auf eine Tätigkeit gelegt wird. Und guck mal, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Holz so batoniere, was auch im Verhältnis zu dem Messer steht, ich muss das nicht durch so eine breite, so ein 15, 20 cm Stamm prügeln. Dafür ist das überhaupt nicht gedacht. Dafür ist das, für diese Breite ist ein Messer nicht mehr gedacht. Das soll alles im Maßen funktionieren, aus meiner Sicht. Und wenn ich hier mal eben so ein bisschen so Kleinholz, Anzündholz und sowas mache, oder mal so, weiß der Geier, mal ein 10 cm Ast, ja okay, aber dann sollte man mal auch die Birne einschalten und die Runkelrübe mal ein bisschen arbeiten lassen, weil dann würde man dahinter kommen, dass ab dann einfach eine Axt eine ganz, ganz tolle Maßnahme wäre. Oder ein Beil. So, guck mal, und schnitzen
geht, ja, wie soll ich sagen, hier fehlt mir jetzt wieder der Punkt, der Double Guard schränkt mich ein. Ich würde gerne weiter vorgehen, aber hier ist eine Schleifkerbe, die gut einen Zentimeter hat, oder was würdet ihr sagen? Wie viel sind das? Ja, Zentimeter. Das ist nicht Fisch noch Fleisch. Es sieht dadurch dynamischer aus, aber wenn ich das Messer ernsthafter benutzen wollte mit dem Double Guard, würde ich gerne hier einen größeren Scheuel haben. Warum die überhaupt an einem Messer diesen komischen Firlefanz ranmachen, weiß der Geier. Auf jeden Fall war da dann wieder einer am Werk, ein Designer, der garantiert allenfalls mal irgendwie für Marshmallow ein Stöckchen angespitzt hat. Aber ich sehe das hier wieder so, dass der Hype um dieses Messer, wo dann auch bei Gideon's Tactical habe ich das gesehen, wie der dann da, oh, wie geil das funktioniert. Ich finde nicht, dass dieses Messer gut schneidet. Ich weiß nicht, was es ist. Da fehlt mir einfach die Drucklinie. Und ich kann das benutzen. Versteht das bitte nicht falsch. Das kann auch feine Löckchen machen und all sowas. Seht ihr? Für Feathersticks und Feuer anmachen und solche Sachen. Das geht damit. Aber das ist nicht schön. Das fasst sich nicht gut an. Das ist nicht so, als wenn ich damit einen ganzen Tag arbeiten möchte. So würde ich das mal darstellen. Und das liegt daran, dass es den Double Guard hat. Natürlich, ich sehe das doof aus, den Double Guard und dann dieser nach unten eingerückte Griff hier. Seht ihr das? Die Linie. Hier die Linie. Das hier ist höher als das da. Und dadurch sehe das dann, wenn man das runterschleifen würde, richtig scheiße aus. Ja, von daher, Design ist hier gegeben durch diese, soll ja auch ein Einsatzmesser oder was sein, aber ich wette, das wird sich nie jemand für einen Einsatz kaufen, weil es auch einfach viel zu teuer ist. CPM 3V ist meines Erachtens im Moment mörder überhyped. Er hält nicht länger die Schärfe als so mancher 440C oder sowas. Da hätte man dann auch irgendeinen anderen Stahl nehmen sollen. Er soll natürlich eine Zähigkeit mehr haben. Ja, was soll ich dazu sagen? So ein Messer, was wird damit rumgehebelt? Da kannst du ein bisschen mit rumhebeln, alles gut. Einsatzmesser, ja. Für mich war es eigentlich auch eher so als Sammler ein Punkt, dass dieses Messer hier, die Zero Tolerance Fixed, sind immer sehr schnell ausverkauft. Und da hatte ich gedacht, jetzt schlägst du zu. Ich habe damals dieses 121 oder was oder gehabt oder 100 und auch dieses 200er. Und die waren dann, die waren dann ratzfatz ausverkauft. Also Zero Tolerance macht ja immer nur Marken, Messer in Chargen und dann gibt es die dann irgendwann nicht mehr. Macht das nun Spaß? Ich finde, das sieht saugeil aus. Also, was haltet ihr davon? Es ist doch wirklich ein wunderhübsches Messer für den Sammler. Den Sammler holt es voll ab. Den User, sage ich ganz klar, für mich ist das wieder so eine Fehlkonstruktion. Es ist zu kurz, dass es mit einem Double Guard ein Haumesser wird. Es hat ein bisschen Wucht beim Hacken. Das ist da. Beim Schneiden selber musst du immer ein bisschen Support haben. Aber ansonsten bist du hier zu weit weg. Also ich hätte es denn lieber, wie gesagt, einen Scheuel dran. Vielleicht sollte ich das nochmal umschleifen. Ich finde der Winkel, ich merke, dass der Winkel, der Anschliffwinkel hier, dafür, dass ich einen CPM 3V habe, der 3V ist ja Mörder zäh. Ihr müsst das, also zäh heißt, dass er sich verbiegt und nicht bricht. Das ist der Hintergrund für diesen Stahl. Das wollte so sein. Das heißt, ich kann dann auch wie bei dem Magna Cut die Klinge dünner ausschleifen, ohne dass ich die Angst haben muss, dass es ausbricht. Also daher verstehe ich wieder nicht, warum man hier einen Winkel dran gemacht hat, der so steil ist. Das heißt, ich muss so doll reingehen, damit es, wie zeige ich euch das mal im Bild, dass es schnitzt.
wenn es flacher wäre und flacher reinbeißen würde, würde es sich nicht so dagegen stemmen. Also, ergo, wenn ich jetzt morgen oder so, werde ich das nochmal umschleifen. Ich werde den Winkel flacher machen, den Schliffwinkel. Jetzt ist er so. Seht ihr das? So rum. Machen wir es mal so. Vielleicht seht ihr das dann besser. Ich werde den so schleifen, dass er so ist. Viel flacher, weil das gibt auf jeden Fall der CPM 3V her. Und darum nimmt man den ja. Und das ist wieder so, da siehst du, nicht nachgedacht, beziehungsweise einfach Produktion raus damit. Nach dem Motto, die meisten benutzen das Ding sowieso nicht, das liegt in der Vitrine. Ansonsten ist es ganz cool gemacht. Hier der Anschliff ist, der Rücken uns ist alles gerundet. Hiermit bekommt ihr garantiert keinen Feuerstahl an, was ich aber generell auch nicht als ein Riesenproblem finde. Also sonst ansehe, also da wird, dem wird viel zu viel mit diesem scharfen Rücken, viel zu viel Gewichtung beigelegt, beigemessen, weil in erster Linie ist meines Erachtens ein scharfkantiger Rücken ein Qualitätsmangel und kein Prädikat aus handwerklicher Sicht. Zumal ich jeden, hier bei uns im Norden gibt es überall Feuersteine. Ich gehe einfach über den Weg und kann eben auch eine scharfe Kante vom Stein oder was dann nehmen, um ein Feuer, also ein Ferrocerium-Stahl zum Anzünden zu benutzen und damit abzustreichen. Ja, so ist das. Das Messer ist aus taktischer Sicht sicher cool mit dem Double Guard. Du rutschst nicht nach vorn, du kannst das eben ja, für diverse andere Sachen benutzen. Das dürfen wir ja in Deutschland nicht in den Mund nehmen, dass ein Messer auch eine Waffe sein kann, weil dann kommen sie gleich und kassieren dich ein. Nein, aber es ist für mich eben so, dass ein Allround-Messer eben in jeder Hinsicht, wenn man so ein Messer baut mit Double Guard, ist dahinter eben auch die taktische Linie und vor allem auch ein Waffencharakter da. Das sollte man auch berücksichtigen. Als nächstes, ja, die Scheide. Das ist hier so eine Craytex, oder wie heißt das Zeug? Hat, also das ist wirklich ganz, ganz billiger Fummel. Das ist richtig, richtig, richtig billig, finde ich. Und auch die versorgt sich natürlich super leicht, zack, zieht sich auch leicht, hat aber keine, na, das wartet mal eben, also rutscht so raus von selbst. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es hat allerdings auch einen Sicherungsriemen für denjenigen, der da meint, er will die weiter benutzen. Also ich würde mir hierfür eigentlich am liebsten eine Lederscheide machen. Was ich vielleicht auch noch machen werde, mir eine dazu nehmen. Ansonsten die Gurtdengler finde ich gut. Das Messer ist da drin, so, du kannst es von rechts und auf links schrauben, ist ja klar, Kydex. Aber für 400 Euro EU-Importpreis ist das Ding hier, finde ich, eine Frechheit. Das ist wirklich auch wirklich frech, meines Erachtens. Aber was willst du dazu sagen? Das Messer an sich gefällt mir. Natürlich behalte ich das wieder. Ihr kennt meinen Spleen mit der Kiste. Es kommt wieder in die Kiste. Ich freue mich immer dran, wenn ich es denn sehe. Und ansonsten, das war's auch schon. Schreibt mal in die Kommis rein, was ihr davon haltet. Wie findet ihr das Messer? Also für mich ist das, ich habe es gleich gesehen, es haben wollen, haben wollen. Im Nachgang müsste man hier wieder den Scheuel vergrößern, dass man hier sozusagen mit dem Finger ganz reinkommt, ohne sich zu verletzen. Da müsste man bis hierhin nochmal einen guten halben Zentimeter rausschleifen und dann wird das Messer richtig geil erst nutzbar, weil diesen halben Zentimeter hier vermisst du jetzt so auch nicht und so kannst du dann vorgreifen, je nachdem wie dick eure Pfoten natürlich sind. Wenn du jetzt so Finger wie ein Zeigefinger wie eine Krakauer hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du dann noch ein bisschen mehr wegschleifen musst. Ist ja logisch, oder? So Leute, das war's. Ich mache noch mal eben Close-Up. Wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.
Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth.